Herzlich willkommen zu unserem Reisebericht. Diesmal sind wir auf dem Weg von Berlin in Richtung Kroatien, genauer gesagt auf die Insel Krk und dort in die malerische Hafenstadt Baška. Unser Weg führt uns auf dem Berliner Ring der A10, dann über die A9 nach Leipzig, Nürnberg Richtung München und dort auf die Umfahrung A99 bis zum Kreuz München Süd und dann weiter auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg. Da wir die Strecke nicht in einem durchfahren wollen, legen wir auf dem Kaiser Camping Auto Resort in Bad Feilenbach eine Übernachtungspause ein. Diesen Platz haben wir dort gewählt, da wir zum einen schon mal dort übernachtet hatten und der Platz nur 4 Kilometer von der Autobahn entfernt liegt. Ausgeruht fuhren wir dann am nächsten Tag weiter Richtung Österreich. Dort über die Tauernautobahn, durch den Karawankentunnel nach Slowenien und weiter Richtung Kroatien. Eine zeitliche Ersparnis konnten wir durch die vorhergehende Registration unseres Kfz-Kennzeichens und die Vorabbezahlung der Maut beim ADAC in Deutschland erledigen. Die einzelnen Gebühren habe ich hier mal aufgeschlüsselt. Was hier ein wenig schmal aussieht, ist auch sehr schmal. Aber auch Reisebusse fahren hier durch. Das sollte dann auch für die Liner kein Problem sein. Hier jetzt rechts ist die Einfahrt zur Rezeption des Campingplatzes. Für die Anmeldung stehen 7 Großparkplätze für Gespanne und Wohnmobile und links für kleinere Fahrzeuge zur Verfügung. Nach der Anmeldung, die übrigens relativ zügig vorangeht, werden die Kennzeichen im System gespeichert, sodass sich die Ein- und Ausfahrtschranken bei Annäherung zügig öffnen.
Eingehüllt in einem tollen Bergpanorama zeigt sich der Platz schon optisch von seiner schönen Seite. Eine klimatisierte Rezeption, Pool und der Wasserpark für Kinder, eine Pool-Snackbar mit einer großen Auswahl an erfrischenden Getränken und leichten Snacks und jetzt ganz neu ein haustierfreundlicher Urlaub für Gäste mit Hunden in ausgewählten Campingzonen. Um niemand über Gebühr zu stören, muss es jetzt etwas schneller gehen. Das hier ist das Sanitärgebäude 1. Es verfügt über genügend Duschen und Toiletten im Damen- sowie im Herrenbereich. Auch an die kleinen Camper ist hier gedacht worden. So wurden extra niedrige Toilettenschüsseln und kleinere Waschbecken verbaut. Im Außenbereich gibt es noch ein paar Kaltwasserduschen nach dem Baden im Meer. Ebenfalls im Außenbereich gibt es die Möglichkeit, das Geschirr zu spülen. Weitere Räume sind eingerichtet, so zum Beispiel ein Behinderten-WC und ein extra Raum zur Entleerung der chemischen Toilette. Und, was nicht fehlen darf, ein Räumchen mit zwei Waschmaschinen und einem Wäschetrockner. Die Fußgängerzone von Baschka, Flaniermeile und kürzester Weg zum Strand. Rechts und links gepaart von Eisdielen und Restaurants mit allem, was das Herz begehrt. Von einheimischen Spezialitäten aus Lamm und Fisch sowie internationalen Speisen wie Pizza, Nudeln und Fleischgerichte können hier geschlemmt werden. Es gibt einige Stände mit Strandutensilien und Souvenirs, die zum Bummeln und Kaufen einladen. So gibt es auch einige Geschäfte für Bademoden und leichtere Bekleidung. Alles fußläufig und auf kurzem Weg zu erreichen. Wer gerne mit Bargeld bezahlt, kann sich dies an den zahlreichen Bankautomaten ziehen,
die unter anderem auch auf dem Campingplatz und in der Stadt aufgestellt sind. In der Regel ist aber die Kartenzahlung in den Shops und den Supermärkten sowie den Bäckereien in Euro möglich. Ab 2023 dürfte sich der Wechselkurs nach der Einführung des Euros sowieso erledigt haben. Mehrere kleine Supermärkte, unter anderem ein kleinerer am Haupteingang zum Campingplatz, die vor allem während der Sommersaison bis spätabends geöffnet haben, stehen in Baška zur Verfügung. Ebenfalls säumen leckere Bäckereien den Weg der Fußgängerzone. Wer nicht ganz so weit laufen möchte, findet direkt neben dem Haupteingang zum Campingplatz einen guten Bäcker für seine Frühstücksbrötchen. Und jetzt machen wir einen Ausflug in die Altstadt von Baška. Keine Panik, wer hier nicht mehr rausfindet, einfach nur bergab gehen.